Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute, und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Mod-Vorstellung, hier natürlich auf meinem Kanal. Zum heutigen Mod geht es um einen Fendt 700-800 TMS Vario. Den gucken wir uns gerne mal ein bisschen näher an, um zu gucken, was er so alles kann. Dieser Mod erschien hier heute im Mod-Hub und ich möchte ihn euch gerne mal näher zeigen. Genau. So, da haben wir schon das gute Stück, den 700-800 Vario TMS. Der kommt aktuell auch mit einem Gewicht in dem Pack hier hervor, in Mod. Ne? Und wir gucken uns gern beides mal an. Genau, wir fangen mal mit dem Traktor an. Standard hat der 115 PS, 200 Liter Diesel, fährt 55 km/h, wiegt 7,8 Tonnen und kostet 107.000 Euro. Ihr könnt hier wählen in der Konfiguration Reifenhersteller Trelleborg, Michelin, Continental, Mitas, BKT, Friedestein, Nukian und wieder Trelleborg. Natürlich könnt ihr hier die Reifenvariante auch wählen. Reifenvariante Standard, Radgewichte Standard 2, Radgewichte 2. Breitreifen, Breitreifen und Gewichte, Zwillingsbereifung hinten, Zwillingsbereifung vorne, Pflegebereifung und Standard. Michelin auch Standard, Radgewichte Standard 2, Radgewichte 2, Breitreifen, Breitreifen und Gewichte, Zwillingsbereifung hinten, Zwillingsbereifung vorne und hinten, Pflegebereifung und Standard. Natürlich bei Continental auch genau das gleiche. Standard, Radgewichte, Standard 2, Radgewichte 2, Breitreifen, Breitreifen und Gewichte, Zwillingsbereifung hinten, Zwillingsbereifung vorne, Pflegebereifung und Standard. Mitas, genau dasselbe natürlich wieder, Standard, Radgewichte Standard 2, Radgewichte 2, Breitreifen, Breitreifen und Gewichte, Zwillingsbereifung hinten, Zwillingsbereifung hinten und vorne, Pflegebereifung und Standard. BKT auch, natürlich hier Standard, Radgewichte Standard 2, Radgewichte 2, Breitreifen, Breitreifen und Gewichte, Zwillingsbereifung hinten, Zwillingsbereifung hinten und vorne, Pflegebereifung und Standard. Friedestein natürlich auch hier, Standard, Radgewichte, Standard 2, Radgewichte 2, Breitreifen, Breitreifen und Gewichte, Zwillingsbereifung hinten, Zwillingsbereifung hinten und vorne, Pflegebereifung, Standard. Und Nukian habt ihr natürlich auch, Standard, Standard 2, Kommunal und Standard. Und dann kommen wir wieder zu Trelleborg. Dann habt ihr hier Auspuffblende, Original Chromauspuff, Designline vorne, ja. Oder Original Frontanbauteile, habt ihr hier Federhalter, Frontladerschutz oder keine. Dieselrost ist hier vorne, ne? Ja oder nein. Rundumleuchten, nein. Links Design 1, rechts Design 1, links und rechts Design 1, links Design 2, rechts Design 2, rechts und links Design 2 oder keine. Lenkknauf, also ist jetzt der an der Lenkung der Knauf, dass er schneller drehen kann. Ja oder nein. Teppich in ja oder nein. Also ja oder nein. Anhängerkupplungen keine Fronthydraulik. Fronthydraulik ohne Zapfwelle. Also könnt ihr nur Anhänger schieben oder so. Oder Fronthydraulik mit Zapfwellenanschluss. Ne? Oder halt ohne. Geht auch.
Dann habt ihr hier Vorderlader Anbau, nein, Quicke, Hauer, Fendt oder keine. Motorausführung 711 Vario mit 115 PS, der 712 Vario mit 120 PS, der 714er mit 140 PS, der 716er mit 160 PS, der 815 mit 150 PS, 817 mit 170 PS, 818 mit 185 PS, den 712 T-Vario TMS mit 120 PS, der 714 TMS Vario mit 140 PS, der 716er TMS Vario mit 165 PS, der 718er mit 180 PS und der 818er TMS mit 192 PS. Dann haben wir den 820er noch mit 212 PS und dann kommen wir wieder natürlich zu dem kleineren Modell. So, Hauptfarbe könnt ihr natürlich auch wählen. Hier Fendt hellgrün, Fendt dunkelgrün, Fendt schwarz, Fendt blau, Fendt kommunal, Fendt rot und Fendt weiß. So, Designfarbe könnt ihr auch hier wählen. Fendt grau. Für die Frage hier. Das war ja mit dem Frontanbau, genau. Mit dem Frontladerschutz. Dann habt ihr hier noch ein Grün. Da seht ihr ja hier die Spitzen, die zwei. In Schwarz, in Blau, in Orange, in Rot und in Weiß zum Beispiel. Felgenfarbe könnt ihr auch wählen. In Rot, in Schwarz zum Beispiel, in Weiß oder in Beige. Geht natürlich auch. Kennzeichen könnt ihr natürlich auch wählen. Ne? Dann kostet er natürlich ein bisschen mehr. So, dazu habt ihr noch ein Fendtgewicht hier von Akku. Ne? 500 Kilo wiegt das. Kostet 600 Euro. Könnt ihr natürlich auch noch dazu kaufen. Geht natürlich auch. So, dann habe ich mir einfach hier mal ein paar hingestellt. Verschiedenen Farben. In Grün, Dunkelgrün, Schwarz, Blau, Orange, Rot, Weiß. Ja? Und dann setzen wir uns einfach mal rein und hören uns den mal an. Zack. Ja, da habt ihr hier L1 und X. Traktor aufklappen, Traktor zuklappen. Da klappt ihr die Rundumleuchten weg. Dann habt ihr hier L1, rechter Stick nach oben, nach unten, nach rechts, nach links. Ich mache jetzt mal nach rechts. Könnt ihr die Heckklappe öffnen. Ja. Nach oben oder nach unten habt ihr die Frontscheibe, könnt ihr öffnen. Dann habt ihr noch L1 und R1. Linker Stick nach links oder nach rechts. Könnt ihr die Dachluke öffnen. Auf und zu. Dann habt ihr noch L1, R1 und rechter Stick nach oben oder nach unten. Oder nach links und rechts. Mache ich jetzt mal nach links und rechts. Könnt ihr die Fahrertür öffnen. Und nach links und nach rechts. Oder ihr macht folgendermaßen nach oben oder nach unten. Könnt ihr hier die Beifahrertür, also im Prinzip die andere Tür. Und könnt natürlich auch hier die vorne öffnen. Zack. Und natürlich hinten auch. Zack. Genau. Auch schon sehr nice gemacht. So, dann hören wir uns den mal ein bisschen an, wie er sich anhört hier.
Dann haben wir natürlich vorne Lichter, zwei links, zwei rechts. Hinten haben wir die ganzen Strahlerkolonnen, ne? Linke rechts, linke links, Bremslicht, Rundumleuchten. Dann natürlich vordere haben wir natürlich auch am Start. Linke rechts, links. Ist auf jeden Fall wieder ein schöner Mod. Ein sehr, sehr schöner Mod. Wir haben ihn ein bisschen getestet gehabt letztens im Livestream, ne? Und haben ihn für gut befunden. Genau. Und dann würde ich sagen, das war es hier auch von dieser Mod-Vorstellung. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Wir hören uns und sehen uns. Bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Ciao, ciao.